Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, der Seniorenbeirat der Stadt Kassel. Die Vorsitzende, Frau Helga Engelke, wird uns ihren Bericht geben. Bitte schön. Sehr geehrte Stadtvorsitzende, Frau Petra Friedrich, meine Damen und Herren Stadtverordneten, ebenso herzlich begrüße ich Herrn Oberbürgermeister Geselle sowie die Bürgermeisterin Frau Ilona Friedrich und den Landesrat der Stadt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dies gilt für einen Menschen im Kinderwagen genauso wie für einen Menschen im Rollstuhl oder einen alten Menschen. Um die Würde der älteren Menschen zu sichern, zu erhalten oder wiederherzustellen, dafür engagiert sich der Seniorenbeirat auf vielen Ebenen. Wir leben in einer Zeit optimierter Geschäftsmodelle und digitalen Umbruchs. Dabei zielen die gewinnorientierten, allumfassenden Algorithmen aus Effizienzgründen auf die Masse der Menschen. Die sogenannten Randgruppen fallen aus diesem System zunehmend heraus. Diese zumeist älteren Menschen zu integrieren, damit sie sich nicht als abgehängt fühlen, sondern das Gefühl haben, noch gebraucht zu werden, noch wahrgenommen zu werden, ist im Sinne eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders eine der wichtigsten Aufgaben des Seniorenbeirats. Damit wir nicht falsch zumal der hilfreiche Erleichterungen auch für ältere Menschen einschließt. Zum Beispiel in der Kommunikation bei nötiger Hilfe oder dem Einsparen weiterer Wege. Aber wir wünschen ja, wir fordern, dass diese rasante Entwicklung auch Rücksicht nimmt auf die, die nicht mit ihr Schritt halten können. Und dass dies nicht als etwas Besonderes angesehen wird, sondern eine Selbstverständlichkeit darstellt. Wie war das mit den Seiten? Ja, gut. Um die Vielfalt der Tätigkeit besser strukturieren und Themen vertiefend bearbeiten zu können, hat der Seniorenbeirat aus seiner Mitte 4 Ausschüsse gebildet. Der Ausschuss Chancen des Älterwerdens, demografischer Wandel, hat sich im letzten Jahr schwerpunktmäßig mit den Themen Altersarmut, bezahlbarer Wohnraum, aktive Nachbarschaft und Entwicklung der Pflegebranche vor dem Hintergrund prognostizierter Entwicklung beschäftigt. Der Ausschuss Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren hat 2017 konkret 6 Einrichtungen besucht. Mit der jeweiligen Leistung oder Leitung und den Beiträgen intensiv die jeweiligen Sorgen, Vorstellungen und Wünsche diskutiert und nach Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme gesucht. Derzeit arbeitet der Ausschuss an dem Wiederaufbau eines Netzwerks mit den Einrichtungsbeiräten und regelmäßigen Treffen zur besseren Infrastruktur. Der Ausschuss Bau und Planung beschäftigt sich mit allem Bau und insbesondere Straßenverkehrsmaßnahmen der Stadt Kassel und der KVG. Dabei stehen neben den Barrierefreiheiten die Infrastruktur mit ausreichenden Gehwegen, Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr und Versorgungsmöglichkeiten im Vordergrund. Beispiele aus 2017 sind Erneuerung der Sternbergstraße, Fußgängerschutzanlage Magazinstraße, Verstärkung der Fahrstromversorgungsstifterstraße, Spurenergänzung Katzensprung, ÖPNV-Anlage Bahnhof Wilhelmshöhe, Umbau der Druseltalstraße, Tramhaltestelle Mattenberg, Nordshausen-Feldbach, am Felsenkeller und einige weitere. Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt sich mit allen Themen und legt fest, welche Themen publizistisch veröffentlicht werden sollten, um die Anliegen des Seniorenbeirats zu verstärken. Dabei stehen neben den Zeitungen auch die Internetseite des Seniorenbeirats
in Verbindung mit dem Landesseniorenbeirat zur Verfügung. Der Seniorenbeirat wünscht sich einen stärkeren publizistischeren Auftritt in der Heimat, um neben Veranstaltungen auch über seine Tätigkeiten zu informieren. Dabei zielen wir darauf hin, die rund 50.000 Einwohner Kassels über 60 Jahre mehr für die gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu aktivieren. Das ob und wie, auf welche Art und Weise, müssen wir mit der Verwaltung noch abklären. Die Arbeiten der Ausschüsse fließen in die Kommissionen und Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung durch die Vertreter des Seniorenbeirats ein. Ein Wort zu den Mitgliedschaften in den Kommissionen und Ausschüssen der Stadt. Der Seniorenbeirat ist in der Kulturkommission und der Bau- und Planungskommission mit Sitz und Stimmrecht vertreten. Darüber hinaus sind Mitglieder des Seniorenbeirats in 6 Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung, unter anderem in den Ausschüssen Soziales, Gesundheit und Sport, Kultur, Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen. Als Mitglieder mit beratender Funktion ohne Stimmrecht eingebunden. Neben diesen Ausschusstätigkeiten beraten Mitglieder des Seniorenbeirats auch die Ortsbeiräte, soweit dies in Wohnstätten bezogen möglich ist. Weil es an dieser Stelle zum Thema Anhörungsrecht und Beratungsfunktion passt. Der Seniorenbeirat engagiert sich sehr mit hohem Arbeitseinsatz bei den Veranstaltungen für Senioren. Hierzu zählen zum Beispiel auch die Karnevalssitzung und das Weihnachtskonzert. Der Eintrittspreis für diese Veranstaltung betrug bisher 8 Euro. Dieser subventionierte Preis beinhaltet den Eintritt, ein Kaffeegedeck und war zugleich Ticket für die Nutzung der Tram zur Stadthalle und wieder zurück. Aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen, auch insbesondere seitens des Managements der Stadthalle, ergab sich einen Zeitablauf zunehmende Unterdeckung dieser Veranstaltung. Dadurch bedingt war eine Preiserhöhung geplant. Da gleichzeitig seitens des Tickets Gültigkeit die Eintrittskarten entfallen sollte, wäre die gesamte Nettopreiserhöhung von rund 100% nicht vertretbar gewesen. Nach lebhafter Diskussion im Seniorenbeirat wurde sowohl die Ticketgültigkeit der Eintrittskarten wiederhergestellt, als auch die Preiserhöhung für die Eintrittskarten als Missverständnis wieder zurückgenommen. Somit verbleibt es auch nach 10 Jahren bei 2 für Senioren auch mit kleinem Geldbeutel lukrative Veranstaltungen. Bei den wirklich guten Zahlen für Kassel, die Sie, Herr Oberbürgermeister, beim Neujahrsempfang zu Recht mit Freude verkündet haben, ist eine Subventionierung für ein soziales Angebot eine gute und vertretbare Sache. Was den Seniorenbeirat am meisten an seinem Selbstverständnis berührt hat, war die Tatsache, dass wir nicht vorab informiert und unsere Sicht der Dinge einbringen konnten. Der Seniorenbeirat hat über lange Zeit viele Erfahrungen über die Sorgen und Nöte, Einstellungen und Verhalten der Seniorinnen und Senioren in Kassel gewonnen. Seine Mitglieder leisten hunderte von Arbeitsstunden für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Der Seniorenbeirat ist nach der von der Stadt Kassel verabschiedeten Satzung eine selbstständige Interessenvertretung der älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört die Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen und Programmen für Seniorinnen und Senioren, sowie die Durchführung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit bzw. Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung. Wir engagieren uns und arbeiten gerne. Wir wollen aber auch rechtzeitig gehört werden und mitgestalten. Wir sehen uns als ein selbstständiges, beratendes, politisches Gremium.
garantieren auch eine Da Beschlüsse letztendlich nur von Ihnen, meine Damen und Herren, Stadtverordnete gefasst werden, laden wir Sie zur besseren gegenseitigen Information herzlich ein, an den Sitzungen des Seniorenbeirats teilzunehmen. Wir garantieren auch ein umfassendes Anhörungs- und Beratungsrecht. Themen, die den Seniorenbeirat im vergangenen Jahr politisch intensiv beschäftigen. Große Überschrift: bezahlbarer Wohnraum. Kardinal Wölki aus Köln hat in seiner Weihnachtsansprache sinngemäß formuliert: Wenn eine Krankenschwester oder ein Mitarbeiter der Müllabfuhr sich keine Wohnung mehr leisten können, dann ist dies eine menschenunwürdige Gesellschaft. Man kann zu den Kirchen und Religionen stehen, wie man will. Wenn der Kardinal recht hat, hat er recht. Der soziale Wohnungsbau ist seit Jahren rückläufig. Von über 10.000 Wohnungen im Jahr 2001 waren es am Ende 2016 lediglich noch rund 5.900. Das sind gerade noch 5,4% am Gesamtbestand der Wohnungen. Ein Grund hierfür ist das anhaltend niedrige Zinsniveau. Deshalb vermeiden Investoren die gesetzliche vorgegebene Beschränkung im sozialen Wohnungsbau. Die langfristige Bestandsmieten liegen in Kassen immer noch bei gut 5 Euro. Neumieten von privaten Investoren ohne die günstigen Angebote der GWG zu der Mietobergrenze der Stadt betragen jedoch zwischen 10 und 12 Euro. Der Seniorenbeirat hat Sitzungen der betroffenen Ortsbeiräte besucht. Eigentümer haben sich bei uns gemeldet. Jetzt habe ich eine Seite, glaube ich, überschlagen. Da fehlt irgendwas. Nee? Ach, doch, die Seite 9. Entschuldigung. Konsequenz daraus ist, dass alleinstehende ältere Menschen ihre zu groß gewordenen Wohnungen, Herr Decker lacht, ja, macht jetzt, nicht für Familien mit Kindern freigemacht werden. Die kleinen neuen Wohnungen teurer sind. Deshalb können Ältere sich das nicht leisten. Als die vorhandenen Wohnungen. Die GWG ist die einzige Wohnungsbaugesellschaft, die neue Wohnungen zur Mietobergrenze der Stadt im nennenswerten Umfang anbietet. Sie muss dies aber durch Komfortwohnungen mit hohen Mieten subventionieren. Lösungsvorschlag. Ab einer bestimmten Anzahl von Wohnungseinheiten sollten auch private Investoren verpflichtet werden, Wohnungen zum Preis der Mietobergrenze anzubieten. Dafür könnten Sie einen Kostenzuschuss der Stadt erhalten, der den Mietverlust in den ersten Jahren zum Teil auffängt. Bei der Dynamik Kassels bleibt der Anreiz für Investoren hoch genug. Sonderfall Fassadenhof. Es war geplant, auf dem Gelände des SWA Fassadenhof durch die GWG 90 neue Wohnungen zum Teil öffentlich gefördert mit entsprechend günstigen Mieten für ältere Menschen und junge Familien zu erstellen. Das Projekt kam bisher nicht zustande, da keine Einigung der Geschäftsleitung der GmbH mit der Eigentümergesellschaft der vorhandenen Wohnungen zustande kam. Knackpunkt war und ist der Speisesaal. Der Seniorenbeirat hat Sitzungen bei der betroffenen Ortsbeiräte besucht. Eigentümer haben sich bei uns gemeldet. Er hat ein initiatives Gespräch mit Herrn Leib und Frau Martin von der GWG über Lösungsmöglichkeiten geführt. Wir glauben nicht, dass die bisherige Ablehnung sachlich begründet ist, sondern sowohl seitens der Gesundheit Nordhessen Holding als auch der Eigentümer festgefahren. Deshalb sind wir mit Herrn Leib einvernehmlich der Auffassung, dass die einzige Chance für eine Lösung in der Moderation durch eine kompetente
und starken Befugnissen ausgestattet und von allen Seiten akzeptierte Persönlichkeit liegt. Kommen wir zur Altersarmut. Noch nie seit der Wiedervereinigung war der Beschäftigungsstand so hoch wie heute. Noch nie, aber auch so viel Obdachlose wie heute. In den letzten 10 Jahren gab es effektiv gute Lohnsteigerungen für tariflich Beschäftigte. Aber rund 35% der Beschäftigten haben seit 20 Jahren keine kaufwirksame Lohnerhöhung erhalten. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass über die Jahre bereits heute die Altersarmut deutlich zugenommen hat und noch viel deutlicher zunehmen wird. Im Bundesdurchschnitt sind derzeit rund 3% der Menschen ab 65 Jahren von der Altersarmut betroffen. In Kassel liegt der Prozentsatz der Einwohner ab 65 Jahren, die Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, derzeit bei 7,6%. Das ist doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Derzeit sind es noch vorwiegend alleinstehende Frauen und Witwen, die selbst kaum berufstätig waren und nach dem Tod des Lebenspartners in die Altersarmut gerutscht sind. Zukünftig wird es durch die zunehmenden Niedriglohnverhältnisse mit Leih- und Werksverträgen immer mehr auf Menschen treffen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Auch wenn der Bund die Zahlungen aus Grundsicherung übernimmt, wird dieses Geld eben an anderer Stelle, zum Beispiel für die Bildung für bezahlbaren Wohnraum, fehlen. Der Staat übernimmt Kosten, die von den Arbeitgebern eingespart werden. Der Seniorenbeirat wird sich über seine Landes- und Bundesvertretungen bei den Ministerien für eine für die schnelle Einführung einer akzeptablen Grundrente einsetzen. Fehlendes Pflegepersonal in den Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren. Nach dem Besuch von mehreren Einrichtungen und einem ausführlichen Gespräch mit der Leiterin der AWO Altenpflegeschule ziehen wir folgendes Fazit. Das Engagement in den Einrichtungen ist überwiegend hoch. Es ist fast durchgehend ein Personalengel vorhanden. Auf 100 Stellenausschreibungen kommen nur 46 Bewerbungen. Die Bezahlung in der Altenpflege ist schlecht, noch niedriger als in der Krankenpflege. Spiegelt sich darin der Wert nieder, den die Pflegebedürftigen in unserer Gesellschaft genießen? Die Anzahl der Pflegebedürftigen wird von derzeit 2,1 Millionen auf 3,5 Millionen Einwohner im Jahr 2030 steigen. Es fehlen somit mittel- bis langfristig Keime und vor allem Personal. Die Prognose gehen von 1,5 Millionen fehlenden Pflegekräften im Jahr 2050. Auch das neue Ausbildungsgesetz wird bei bleibender Benachteiligung in der Vergütung kritisch gesehen. Derzeit werden überwiegend Hilfskräfte, aber keine Fachkräfte ausgebildet. Da diese langfristigen Prozesse sind, müssen schon jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Der Seniorenbeirat ist überzeugt, dass das Verantwortungsgefühl für die Pflegebedürftigen in der Gesellschaft besser werden muss. Sie sind nicht abgeschoben, sondern sie haben unser Leben ermöglicht. Die Wertschätzung für die Altenpflege und die Besoldung dafür müssen deutlich besser werden. Radfahrkonzept. Da mehr ältere Menschen zu Fuß gehen, als Rad zu fahren, nahm auch das Radfahrkonzept breite Diskussionsraum ein. Die Radfahrerfraktion im Seniorenbeirat gab unumwunden zu, auf Gehwegen zu fahren, weil nicht genügend Fahrradwege vorhanden seien. Außerdem würden die Radfahrwege zunehmend durch Parken in der zweiten Reihe blockiert. Hier besonders durch die Parkgeldzusteller als Folge des gestiegenen Onlinehandels durch Spediteure und Handwerker.
Die Fußgänger, besonders die Nutzer von Rollatoren, kritisieren, dass die Radfahrer ohne Rücksicht auf andere, auf Gehwegen und in Fußgängerstraßen fahren. Die Bitte um Rücksichtnahme wird häufig unflätig beantwortet. Besonders hohe Geschwindigkeiten durch E-Bikes werden als Risiko wahrgenommen. Die Frage ist, wie kann man ein harmonisch Miteinander aller Verkehrsteilnehmer erreicht werden? Dazu drei Vorschläge. Es müssen ausreichend Radfahrwege vorhanden sein. Die Radfahrwege müssen einheitlich gekennzeichnet werden. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich an die geltenden Vorschriften halten. Sanktionen müssen sowohl den Autoverkehr, aber auch Radfahrer und Fußgänger erreichen. Umwandlung von mit Personal besetzten Filialen der Kasse und Sparkasse in Selbstbedienungsfilialen. Im breiten Raum nahm auch die vorgenannte Umwandlung von Sparkassenfilialen ein. Allerdings ist dies kein alleiniges Merkmal der Sparkasse, sondern bei allen Banken zu beobachten. Der Vorschlag des Seniorenbeirats war, auch in den SB-Filialen zu bestimmten Zeiten Personal vorzuhalten, um den Menschen, meist ältere Menschen, die kein Online-Banking nutzen und scheu haben, Automaten zu bedienen oder nicht bedienen könnten, eine Alternative zu bieten. Dieser Vorschlag wurde im Hinblick auf die niedrige Kundenfrequenz in den betroffenen Stellen abgelehnt. Allerdings hat die Sparkasse nach unserer Intervention alle betroffenen Kunden noch einmal persönlich angeschrieben und alternative Möglichkeiten, Beratung per Telefon oder Hausbesuche erläutert und angeboten. Darüber hinaus bietet die Sparkasse kostenlose Schulungen zur Nutzung der Automaten und des Online-Banking an. Wir nehmen hier derzeit eine besondere Stellung ein. Beobachtungsstellung, nicht besonders, Beobachtung. Besonders ist es auch. Kommen wir zum Ticketpreis für den nächsten öffentlichen Nahverkehr. Der Seniorenbeirat hält das derzeitige Preisniveau für zu hoch. Auch die Aufteilung des Preises für Senioren, erste Person rund 60 Euro monatlich, zweite Person 30 Euro monatlich, ist vor dem Hintergrund, dass viele alte Menschen keine Lebenspartner oder Lebenspartnerin mehr haben, nicht in Ordnung. Eine kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder eine Reduzierung um 50% bezogen auf das Stadtgebiet halten wir für sinnvoll und hätten folgende Vorteile. Die Innenstadt würde sehr viel belebter, die Luftverschmutzung, ob CO2 oder Stickoxide, würde deutlich reduziert, die Preisreduzierung würde durch Personaleinsparung von Kontrollbereich über Einsperrung aufwendiger Abwicklung bei Ausnahmen, zum Beispiel Diakonie-Ticket, zumindest zum größten Teil wieder aufgefangen. Besonderes Engagement des Seniorenbeirats auf Rädern zum Essen. Das bereits in 2016 angestoßene Projekt erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Es beinhaltet das Angebot an allen noch mobilen Seniorinnen und Senioren, in Kassel sich einmal im Monat zu einem gemeinsamen Essen zu treffen. Dabei steht das gemeinsame Gespräch und Interessenausgleich im Vordergrund. Auch die damit verbundenen Vorträge oder Diskussionsrunden mit Ernährungs- und Gesundheitsexperten finden regen Anklang. Insgesamt ist das Projekt logistisch eine Herausforderung, aber eine Erfolgsgeschichte. Das Hitzetelefon. Auch in 2017 haben sich Mitglieder unseres Seniorenbeirats unter Moderation und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingesetzt, um bei Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes insgesamt fast 30 registrierte Teilnehmer täglich anzurufen, auf Risiken hinzuweisen und Ratschläge für richtiges Verhalten zu geben. Neben den ernsthaften Risiken steht auch hier das Gespräch mit oft Alleinstehenden, das Zuhören im Vordergrund.
Sicherheitsberater für Senioren. Die Zeitungen sind voll Berichte über die Abzocke älterer Menschen. Sei es der schon altbekannte Enkeltrick, falsche Handwerker, Polizeibeamte, Einbrüche, Geldbörsen oder Handtaschenraub, bis hin zu Fallen im Internet. Deshalb engagiert sich von der Polizei ausgebildete Mitglieder des Seniorenbeirats zu Sicherheitsberatern. Mitglieder des Senioren-Sicherheitsbeirats für Senioren mit Vorträgen und Gesprächen bei ganz unterschiedlichen Zielen. Der Sonntagsspaziergang. Kaum ein Angebot ist älter als der Sonntagsspaziergang. Seit vielen Jahren führen einzelne Mitglieder unseres Beirats alle 14 Tage Sonntagsspaziergänge mit interessierten Einwohnern Kassels durch. Dabei werden auch immer wieder neue Strecken und aktuelle Besonderheiten eingebaut. Trotz der langen Zeit erfreut sich dieses Angebot ungebrochener Beliebtheit. Aktive Nachbarschaft. Die Wohnungsbaugesellschaften unterhalten Begegnungsstätten in den einzelnen Stadtteilen. Diese Stadtteiltreffs integrieren meist alleinstehende Menschen in die Gesellschaft durch vielfältige Initiativen und Angebote. Deshalb waren wir auch sehr betroffen, dass der Nachbarschaftstreff der Vereinigten Wohnstätten 1889 Hand in Hand in der Südstadt Hänselstraße aufgegeben werden sollte, da dort alternativ keine andere Begegnungsstätte zur Verfügung steht, haben wir sehr deutlich interveniert. Daraus entstanden Gespräche mit der Stadt Kassel, mit dem Vorstand des 1889. Nach derzeitigem Stand haben wir berechtigte Hoffnung, dass die Begegnungsstätte weiter fortgesetzt werden kann. Darüber haben wir ja eben ausführlich gehört. Danke. Veranstaltung. Der Weihnachtsbasar. Jedes Jahr nach der Sommerpause herrscht ein emsiges Treiben beim Seniorenbeirat. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsbasar beginnen. Bisherige Spenden für die Tombola werden vom Referat Altenhilfe angeschrieben. Neue Spender werden von den Mitgliedern des Seniorenbeirats akquiriert. Standbetreiber werden angeschrieben. Ausstellungspläne für den Bürgersaal erstellt. Spenden sortiert, eingepackt, für die Tombola ausgezeichnet. Ende November ist es dann soweit. Der Weihnachtsbasar öffnet für 2 Tage. Schon am ersten Vormittag ist die Tombola meist restlos geräumt. Daher beabsichtigen wir erstmals in 2018 die Tombola auf 2 Tage auszugeben, was Aktivität zur Steigerung der Spendenaufkommens bedeutet. Im Ergebnis haben wir beim Weihnachtsbasar 2017 rund 12.000 Euro eingenommen. Die Fortverteilung der Erlöse an karitative Einrichtungen in Kassel wird in der Sitzung im März erfolgen. Ohne tatkräftige Hilfe vieler Helfer, Aussteller, Sponsoren wäre dies nicht möglich. Dafür sagen wir stellvertretend für die karitativen Einrichtungen ganz herzlichen Dank. Wie bereits erwähnt, unterstützt der Seniorenbeirat das Referat Altenhilfe sehr engagiert bei der Durchführung sehr beliebter und sehr nachgefragter Veranstaltungen. Hier sind besonders zu nennen der Seniorenkarnevalssitzung, die Schifffahrt auf der Fulda, der Senioren-Zissel und das Weihnachtskonzert mit über 1000 Teilnehmern. Komme ich zum Schluss, das Wort Danke. Durch die demografische Entwicklung wird die Arbeit des Seniorenbeirats sowohl immer bedeutsamer, aber auch vielfältiger. Deshalb ist die umfangreiche und weit gefächerte Unterstützung unserer Arbeit durch die Verwaltung unserer Stadt unerlässlich für uns. Es ist für uns keine Floskel oder Pflichtübung, sondern ein wirkliches Bedürfnis zu danken, besonders Ihnen, den Mitgliedern der Stadtversammlung, Ihnen, Herr Oberbürgermeister Selle, und Ihnen, dem gesamten Magistrat. Vor allem aber auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Ohne Ihre Hilfe wäre unser Tun nicht möglich.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der neuen Bürgermeisterin und Frau Ilona Friedrich, und wünschen ihr viel Glück und stets eine gute Hand. Wir danken auch dem befreundeten Behindertenbeirat, wenn auch nach mehr als 8 Monaten noch kein Gutachten seitens der KVG über die Mitnahme und Beförderung von Rollstühlen vorliegt. Wünschen wir dem Beirat einen langen Atem und Durchhaltungsvermögen. Bis zum Besonders danken wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referats für Altenhilfe, die uns stets unterstützen. Ein besonderes Dank gilt der Geschäftsführerin unseres Beirats, Frau Ursula Langer. Aus den Anfängen ihrer Tätigkeit in 2017 hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Schließlich danken wir auch allen unseren Partnern und Ansprechpartnern in der Stadtgesellschaft für deren Zeit, Kooperation und Unterstützung. Danke. Jetzt bitte ich um Wortmeldung.